Willkommen zurück zu Super Mario 64, liebe Gaming-Freunde. Ja, das letzte Mal haben wir die Piratenhofpanik fast ganz abgeschlossen. Es fehlt ja nur noch ein Stern hier. Den holen wir uns später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das erste Bowser-Level. Und holen uns auch dort einen Stern. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine bulkigen Füße schauen. Naja, Bowser, ist klar. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo waren hier nochmal die ganzen... Da hinten. Okay. Ja, auch in den Bowser-Leveln gibt es 8 rote... Wow, das war eng. 8 rote Münzen, die wir uns nicht entgehen lassen. Ich will hier nur nicht runtersegeln. Ja gut, hat geklappt. Gut, dann haben wir schon mal 2 und die restlichen Folgen. Na komm, da kürzen wir ab. Ich sollte diese Tricks lassen, wenn man hier kurz, wow, vom sicheren Tod ist. So gut, hier war keine Münze. Ah gut. Noch gerettet. Hi, ihr Goombas. Alles fit bei euch? Hm? Schön, na gut, das Leben nehmen wir mit. Und ich hoffe, dass ich jetzt keine rote Münze übersehen habe. Wenn ja, wäre das ein bisschen blöd. Aber ich denke mal eher nicht. Na, ne. So. Hier rüber. Zack. Ich glaube, hier waren Münzen drin. Ja. Ja, ja, Münze, dich habe ich ganz genau gesehen, deswegen hole ich dich. Wow. Also bei solchen Sprüngen habe ich immer ein bisschen Schiss. Warum eigentlich? Wow. ach komm, punch in your face. Gott. Ah, da. Ich habe echt gerade gedacht, ich hätte meine Tasten anders belegt. Aber gut, solange wir alle Münzen beisammen kriegen, 6 haben wir ja, ist alles in bester Ordnung. So, noch ein Leben. So, und jetzt den Weg wieder zurück. Oh Gott. Ich hasse sowas. Ja. Oh. Hat geklappt. So. Nein. Wow. 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 Nochmal zurück. Alter. Das war zu knapp. Genauso wie das gerade. Wow. Was mache ich hier? Oh Gott. Ich glaube, den Sprung schafft man so. Ja, locker. 7. Münze, aber irgendwo war da noch eine. Ah, da. I see. Wow. Kann ich mich hier so dazwischen mogeln? Ja, kann ich. Gut, dann haben wir... Na, nicht runterfallen. Alle Münzen beisammen. Und haben somit den Powerstern, den wir ja unbedingt haben wollten bei Mario. Warum bist du weitergelaufen? Mach das nicht nochmal. Ich wechsle mal besser die Sicht. Gott. Ich breche mir aber auch einen ab heute. Okay, damit haben wir gleich den Stern und können uns zu Bowser begeben. Der ja hier noch recht einfach ist. So, erstmal den Stern. Ja. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Er verleiht dir zusätzlich Kraft. Spielstand speichern. Ja, speichern immer. Komm, ich will da episch rein. So. Wollen episch. Da ist er ja. Bowser, du alter Halunke. Tja, Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch so bald nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen. Keine Wurst. Schön, dass du uns gesagt hast, wie man dich besiegt. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Ja, tun wir aber. Und wie Bowser so schön gesagt hat, müssen wir ihn von hinten packen und ihn gegen so eine Bombe werfen. Bei meinem Talent... Ja,
werfe ich erstmal gekonnt daneben. Ah. Aber sollte dennoch kein Thema sein, weil das ist piss einfach. Wenn man sich nicht so doof anstellt wie ich. Ja, so einfach ist es. Und das war schon der ganze Kampf. Ja, recht einfach. Ah, offensichtlich war ich ein wenig unachtsam. Aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. Ja gut, das wird sich zeigen. Jetzt haben wir erstmal einen Schlüssel bekommen. Den wir auch prompt mal mitnehmen. Na, nimm ihn mit. Here we go! So sieht's aus, Mario. Ach. Gut, ich glaube, wir bekommen jetzt auch wieder ein Leben. Weil 50 Münzen und so. Ja. Speichern. Ich werde mir jetzt erstmal eine Kappe holen. Dann gehe ich nochmal zurück in diesem Schiffswrack. Somit habe ich es, finde ich, leichter. Wir meinen schon. Ja, da können wir auch schon hin. Werden wir aber noch nicht. Wobei, vielleicht ist schon das Kaninchen da, dann gehen wir auf Hasenjagd. Beziehungsweise, ja, Hasenjagd, ja. So rum. Mein Gott. Da können wir noch nicht rein, oder? Erst ab 30, ja, super. Wir bräuchten nur zwei weitere Sterne und schon könnten wir zum nächsten. Ja, genau. Erstmal frontal gegenklatschen. Ist der Hase schon da? Können wir ihn fangen? Ja, natürlich können wir ihn fangen. Hey, Kaninchen! Hey, nicht wegrennen! Oh Gott. Ach Gott. Lass dich fangen! Mein Gott, ich hätte dich fast gehabt. Nein, du sollst nicht schlagen. Na, jetzt rennt er dahin. Leute, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ah, jetzt haben wir ihn. Hat ja doch nicht so lange gedauert. Hey, du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Aber ich bin in Eile. Also nimm ihn und lass mich runter. Ja, 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 wir lassen nicht runter. Wir wollten ja auch nur den Stern. Ah, gut. Damit haben wir 29. Aber wir dürfen ihn demnächst nochmal fangen. So ist es ja nicht, ne? So, aber jetzt das Eigentliche, warum ich überhaupt hier unten bin. Ich will eine Kappe haben. Und die werden wir uns holen. Deswegen gehen wir mal kurz auf Tauchstation. Na komm. Ah, schön, wie das manchmal hier rumbackt. Aber naja. Ich beschwere mich da jetzt nicht. So, wir müssen jetzt hier diese Säulen einstampfen. Damit wir hier das Wasser ablassen können. Na, wo ist er denn? Mario. So, der noch runter. Denn dadurch können wir nach draußen und landen hier. Ja. So, warum haben wir das gemacht? Dadurch können wir hier rein und da drin wartet eine Kappe. Herzlich willkommen! In diesem Kurs kannst du den blauen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände gehen und Gegner ungesehen ausweichen. Das war die Kappe. Und auch hier können wir 8 rote Münzen sammeln. Das werden wir auch direkt mal tun, dann haben wir das auch erledigt. Sofern ich das noch hinbekomme. Ich weiß nämlich gerade nicht so genau. Na doch, hier müssen wir landen. Stopp. Na gut, das Leben können wir mitnehmen. Na, nimmst du jetzt mit. Ich bin aber auch dumm wie Toastbrot manchmal. So, hier eine. Und hier. Und die restlichen sind weiter unten. Na, hier war sonst nichts. Aber bei meinem Talent schaffe ich es nicht, sie alle auf einmal zu bekommen. Sondern darf hier nochmal rein. Weil ich ja so ein Fail-Genie bin. Na, sag ich doch. Kaum gesagt, passiert's. Oh Gott. Ich hasse diese Stelle.
So, hier ist eine Münze. Ja, und da ist eine. Oh, dann läuft das ja doch recht gut. Aber noch haben wir es nicht im Sack. Das heißt, wir sollten noch nicht zu früh jubeln. Noch können wir failen. Wow. Oh Gott. Boah, wie knapp war das denn bitte? Huh. Du hast den blauen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen und Unsichtbarkeit erlangen. Jeder blaue Block beinhaltet eine dieser Münzen. Möchtest du sein? Ja, möchte ich. Aber boah, Leute, wie knapp war das gerade bitte? Wow. Okay, die letzte Münze einkassiert, Stern gesammelt und raus hier. Damit haben wir auch sogar 30. Und könnten so gesehen ja noch weiter vordringen. Alter Verwalter. Gut. Aber noch haben wir einen langen, langen Weg. Alter. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit den großen Sternen öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft? Und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeier mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Ach was. Ja, so rein zufällig haben wir die beiden Säulen in den Boden gestampft. Und ja, das wissen wir schon. So, wir gehen wieder hier rein. Wobei, ich könnte auch oben lang. Ach, egal. So, dann muss ich mich doch nochmal aufhalten, weil ich brauche noch eine andere Kappe. Hahaha. Heißt, wir müssen einen anderen Kurs machen. Ja. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. So, und zwar ist der hier. Das ist die grüne Giftrotte und ich glaube, hier irgendwo war auch ein Toad, mit dem wir reden können. Irgendwo war er, denn er gibt uns einen Stern. Da ist er ja. Hey, Toad. Achte auf deine Mütze. Solltest du sie verlieren, wirst du dich Treffer schwerer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Ja, das werden wir schon machen. Bowser-Schergen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Noch echt? Aber es ist mir gelungen, ihnen diesen Stern abzujagen. Viel Glück! Ja. Wir bekommen einfach mal so ein paar Sterne. Weil auch mal die Toads zu was zu gebrauchen sind. Und damit haben wir 31 Sterne. Und ja, wir möchten speichern. Und dann möchten wir in einer meiner Hasswelten. Die grüne Giftgrotte. Oh Gott, ich hasse sie. Aber um die kümmern, ja, die Aufgabe sonst nicht interessieren. Klettere auf Nessies Rücken. Muss nochmal überlegen, wie kam man denn da? Ich glaube von hier. Oh Gott. Meine Freude kennt kein Failen. Ja, keine Grenze, soll ich sagen, aber wie dumm. Ja, diese Welt will definitiv, dass wir nicht die Kappe bekommen. Und die bekommen wir halt in dieser Welt. Ja, ist halt so. Ja, oder ich sollte einfach mal aufpassen. Ja, wohin ich laufe. Keine Stampfattacke, Weitsprung. Wohin ich laufe. Und nicht unbedingt in die Flammen reinspringen. So. War das jetzt hier richtig? Nee, war falsch. Haha, ich bin sogar noch umsonst gestorben. Toll. Ja. Oh, Kamera, nein. Nicht da lang. Heia. Oh Gott, ey, man merkt es mir, glaube ich, an, dass ich fast gestorben wäre. dass ich diese Welt nicht mag, ne? Ah, hier müssen wir ja lang. Weitsprung for the win. Ah, ich kann mich mit dieser Welt nicht anfreunden. Das konnte ich damals schon nie. Und das werde ich auch heute, glaube ich, nie. Aber was soll man machen? Das haben sich die Entwickler jetzt ausgedacht. Hey, wir bauen auch mal Abfuck-Level ein. Das ist doch bestimmt witzig. Also für mich ist sie Abfuck. Wow. Warum laufe ich eigentlich so oft gegen so eine Wand? Hm? Total dumm. Gut, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, zu dem Stern kommen wir später mal. Ich kürze ab, indem ich einfach mal zu früh die Stampfattacke benutze und trotzdem Schaden bekomme. Nein, wir brauchen Nessie. Denke ich mal, war doch hier, ne? Ja, sicher. Ah.
Denn wir müssen durch eine Tür, aber ich weiß gar nicht, war es diese? Nein, wir müssen durch die andere. Ah, ja, genau. So, wo ist Nessie eigentlich? Nessie, komm raus. Hä? Nessie? Ah. Nessie, meine Schönheit. Schwimm bitte nochmal zurück. Ja, wir können das Viech so gesehen steuern. Und wir müssen halt zu dieser Tür hin. Und Nessie schwimmt unglaublich schnell. Mindestens 5 km/h. Na, da lang, dort lang. Dampfattacke, damit sie untertaucht und wir auf ihren Kopf können. Dankeschön. Denn wir müssen hier lang. War doch hier, oder? Ja, ich meine schon. Denn hier ist nämlich der Zugang zur nächsten geheimen... Ja, geheimen Eingang, genau. Zur nächsten Kappe, die wir unbedingt haben wollen. Yeah! Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den grünen Schalter entdecken? Löst du ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titankappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit diesen Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Ja. Ja, Unverwundbarkeit ist sehr schön. So, jetzt will ich aber auch gucken, dass wir alle Münzen bekommen. Ich hoffe, ich kriege auch alle. Hier waren 2. Ah ja, genau. So, und bevor ich hier ins Wasser falle, versuche ich erstmal hier die Münzen zu kriegen. Dann aktiviere ich den Schalter und dann geht's unter Wasser. So. Bam. Du hast den grünen Schalter aktiviert, aber jetzt kannst du die Titankappe einsetzen und Unbesiegbarkeit erlangen. Jeder grüne Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Natürlich möchte ich das. So. Denn unter Wasser sind auch noch Münzen, die ich mir jetzt, komm, krallen will. 5, 6, 7 und 8. Ja, die sind sehr toll versteckt. Und damit haben wir's. Und ich glaube, damit haben wir auch alle Kappen. So. Das wäre das. Und nun können wir auch den unteren Bereich komplett erstmal verlassen. Ja, ein geheimer Stern des Schlosses, speichern. Denn ich will ja noch den einen Stern haben aus, sag mal schnell, dem Schiffswrack-Dingsbums da. Piratenbuchpanik, genau. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie mein Pet nochmal anders einstelle, weil Mario lenkt sich gerade komisch. Soll aber nicht eure Sorge sein. Hauptsache, wir kriegen das Spiel durch, zu 100% natürlich. Hm. Ist doch ein Klacks. Wieso hast du dir gerade den Kopf gestoßen? Und ich würde mal sagen, wenn ich das gemacht habe, mache ich auch eine kleine Pause. War das jetzt hier? Piratenbucht? Ja! So, die letzte Mission von Piratenbucht machen wir noch. Und wie gesagt, dann mache ich eine kleine Aufnahmepause und danach geht's weiter in den unteren Bereich des Schlosses. Laufe durch den Strudel. Das ist die Aufgabe, die wir noch machen müssen. Und ich glaube, von hier aus bringt das nichts. Irgendwo gab es ja noch eine Tarnkappe, oder? Ich meine es zumindest. Ah ja, genau da. Ich finde, gut, man soll's auch ohne hinkriegen, aber ich bin eine Pussy, ich mach's mit. So. Weitsprung ins Wasser und er fällt so unglaublich langsam. Da ist der Stern, den wir haben möchten. Bis ich unten ankomme, ist... Ach so. Ich wundere mich gerade, auf was läuft der denn? Oh, schnell! Und den Stern haben wir gekrallt. Ja, 100 Münzen, die sammle ich alle zum Schluss. Wie ich ja, glaube ich, paar Mal gesagt habe. Und nun gut. Ich würde mal sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Beziehungsweise, was heißt hier, vielleicht auch woanders. Mal schauen. Leute, das war Super Mario 64 für heute. Ich sage tschüss, bis dann.